Ich möchte Sie auf einen jungen Prager Künstler aufmerksam machen. Ein Genie, meiner Meinung nach. Da baut einer mit spielender Leichtigkeit eine neue Melancholie auf. Ein neues Pathos, einen neuen Humor. Schreiben ist ein Verkehr mit Gespenstern. Und zwar nicht nur mit dem Gespenst des Adressaten, sondern auch mit dem eigenen Gespenst, das sich unter der Hand mit dem, was man schreibt, entwickelt.